So erkennst du eine Seelenverbindung durch die Augen. Schau mir in die Seele. Unsere Augen sind der Spiegel der Seele. Sie stellen neben einem Lächeln die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen her, und das im Bruchteil einer Sekunde. Blickkontakt steht für Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, signalisiert aber auch ernste Absichten und Kompetenz. Besondere Bedeutung kommt dem Augenblick zwischen zwei Seelenverwandten zu. Für sie ist er sozusagen der ganz persönliche Messenger-Dienst, der außer ihnen beiden niemandem sonst zur Verfügung steht. Welche Special Effects diese Seelenverbindung durch die Augen mit sich bringt, verraten wir dir in unserem heutigen Podcast. Nummer 1. Ihr blickt euch in die Seele. Jedes Zusammentreffen von Seelenverwandten beginnt mit einem Augenblick. Ein Wimpernschlag reicht aus, um sich zu erkennen und mit absoluter Gewissheit sagen zu können, vor mir steht der fehlende Teil meiner Seele, der mich komplettieren wird. Mit diesem Kennenlernen ist an und für sich schon alles gesagt. Echte Zwillingsseelen brauchen nicht viele Absprachen und auch keine Vorlauf- oder Aufwärmphase für ihre Beziehung. Sie gehen vom ersten Augenblick an all in und spielen auf Sieg. Nummer 2. Der treue Blick sagt alles. Diese besondere Art und Weise, mit der Seelenpartner ihre besseren Hälften anschauen, wird auch häufig als Hundeblick bezeichnet. In diesen liegt ihre ganze Liebe, Hingabe und nicht die Spur eines Zweifels. Der treue Blick ist ein Versprechen an Partnerinnen oder Partner, niemals das gemeinsame Ziel aus den Augen zu verlieren. Wer sich bedingungslose Liebe von einem Menschen erhofft, muss auf seine Seelenliebe warten. Nummer 3. Ihr denkt mit euren Augen. Zwei Menschen, die eine Seelenverbindung miteinander teilen, müssen nicht viel miteinander sprechen, wenn sie es nicht möchten. Sie wissen sogar, was der andere denkt und das ganz ohne Worte. Neben den Gefühlen spiegeln sich auch die Gedanken in den Augen unserer Dualseele. Allerdings sind diese nicht für jeden x-beliebigen Menschen zu entschlüsseln, sondern eben nur für den einen. Nummer 4. Blickkontakt plus Lächeln ist gleich Seelenliebe. Falls du dich immer schon gefragt hast, wie ein kosmisches Ich liebe dich klingt, möchten wir hier und heute auch dieses Geheimnis lüften. Seelenverwandte zeigen sich ihre Zuneigung in jedem Augenblick. Kommt zu diesem noch ein gewinnendes Lächeln hinzu, das authentisch und nur für diese eine Person bestimmt ist, kann man das Ausmaß dieser Liebe in etwa erahnen. Jeder, der schon einmal von einem Fremden auf der Straße grundlos angelächelt wurde, weiß um die Macht dieser Geste. Sie wärmt uns von innen und lässt uns den Glauben an das Gute wiederfinden. Nummer 5. Ihr erkennt einander jedes Mal wieder aufs Neue. Es ist nicht nur die schönste Sache der Welt, seinen Seelenmenschen endlich anzutreffen, es macht auch einen Heidenspaß. Diese einzigartige Verbindung ist wie ein Ehrenwort, das man nur einander gibt oder ein Geheimnis, das niemand sonst kennt. Bei jedem Blick in die Augen unseres Seelenmenschen wird dieses stille Einverständnis transportiert. Es ist fast so, als ob unsere Seelen sich dabei jedes Mal verschwörerisch zuzwinkern würden. Nummer 6. Treffen sich zwei Blicke, treffen sich zwei Seelen. Der göttliche Funke, der jede menschliche Seele ausmacht, wird mit jedem Augenblick neu entfacht, den wir mit unserem Seelenpartner teilen. Einige Menschen berichten sogar davon, dass sie dieses Lodern in sich förmlich spüren können, wann immer sich ihre Blicke kreuzen. Ein kurzer Moment dieser Art reicht aus, um die ganze Kraft und das ganze Wissen des Universums in sich und seiner Seele vereint zu fühlen. Nummer 7. Große Augen machen. Diese Eigenschaft teilen alle Liebenden miteinander, nicht nur jene, die sich an einer echten Seelenverwandtschaft erfreuen dürfen. Finden wir unser Gegenüber unwiderstehlich anziehend, weiten sich unsere Pupillen. Wir mögen definitiv, was wir sehen, und wir begehren es aus ganzem Herzen. Nummer 8. Ihr wisst es einfach. Die Redewendung »Sehen heißt Glauben« kennst du vielleicht. Seelenverwandte treten den lebendigen Beweis für diese Aussage mit jedem Blickkontakt an, den sie miteinander teilen. Es ist magisch und wahrlich nicht von dieser Welt,
diesen Moment jedes Mal aufs Neue zu erleben. Beschreiben kann man die Gedanken und Gefühle nur schwer, die dann jedes Mal für diesen kurzen Moment völlig außer Rand und Band geraten. Nummer 9. Du wirst heimlich beobachtet. Das passiert ebenfalls allen Liebenden, hat im Falle einer seelenverwandten Verbindung aber natürlich eine noch viel tiefere Bedeutung. Menschen, die uns in Liebe zugetan sind, können den Blick nicht von uns lassen. Dies ist sicher unserer menschlichen Natur geschuldet. Die nächste Station dieser Kontaktanbahnung wäre das Anfassen. Wir mögen, was wir sehen und wir wollen es besitzen. Immer wieder heimlich gemustert zu werden, ist eine Art, wie Seelenverwandte ihre bessere Hälfte sprichwörtlich im Auge behalten. Sie sorgen so dafür, dass ihre Verbindung nicht unterbrochen wird. Nummer 10. Man weicht deinem Blick aus. Ja, auch das kann passieren, selbst wenn die echte und unverfälschte Seelenliebe im Spiel ist. Manchmal ist das Gefühl einfach zu intensiv, das mit solchen Blickkontakten transportiert wird. Wir müssen uns dann abwenden, um innerlich nicht voll und ganz die Fassung zu verlieren. Ein Ausweichen deines Blickes passiert immer dann, wenn diese Aussicht schlichtweg zu viel des Guten ist. Nummer 11. Eure gegenseitige Anziehungskraft verstärkt sich mit jedem Augenblick. Das Beste kommt wie so oft zum Schluss. Eine Seelenverbindung gewinnt mit jedem Mal an Stärke, wo sich beide Hälften Auge in Auge gegenüberstehen. Jeder noch so kurze Blickkontakt befeuert die Flammen, die diese Liebe so besonders machen und die spirituelle Welt gerne als Seelenfeuer bezeichnet. Diese Beziehung wäre an sich schon stark genug, da sie nun einmal nicht von dieser Welt ist. Doch jeder Blickkontakt potenziert Zuneigung und Einverständnis aufs Neue. Unser heutiges Fazit: Das Wichtigste auf einen Blick. Eine Seelenliebe ist keine gewöhnliche Liebe. Es gibt sie für jede und jeden von uns, aber nicht in jedem Leben werden wir ihr begegnen können. Kommt es aber dazu, wird ein Augenblick alles sein, was nötig ist, um uns im jeweils anderen zu erkennen. Wir treffen uns in Lichtgeschwindigkeit mit Hilfe dieses kurzen Blickkontakts und bleiben von diesem Moment an für immer in Verbindung. Wir denken, fühlen, leben und lieben durch die Augen des anderen. Sie oder er wird immer wissen, was in uns vorgeht. Seelenverbindung ohne Augenkontakt ist unmöglich. Das eine bedingt das andere. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben. Und um keine neuen Beiträge zu verpassen, abonniere unseren Kanal Spirituelle Welt. Das war's für heute. Vielen Dank und bis bald.